Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute sind wir wieder mit Wohnmobil im Schwabenland. Und heute machen wir den Schaukelpfad. Und nicht wundern, wo ich ein Pflaster auf dem Kopf habe. Ich wollte meine Katze einfangen und bin dabei gegen den Tisch geknallt. Schaut mal, diesen ganzen Weg werden wir heute ablaufen. Ne? Und hier sind wir. Von da wieder zurück bis da. Von da so und den ganzen Weg ablaufen. Bis wieder hier hin. Jetzt kommen die ersten Schaukeln. Die beiden, ne? Die Reifenschaukel und die Nestschaukel. Wenn euch Schaukeln gefallen, hier gibt es alle möglichen Arten von Schaukeln. Geht auch hier hin. Weiter geht's. Das ist die Nestschaukel. Jetzt, weil da passt die ganze Familie rein oder Freunde. Apropos Freunde. Schade, dass du nicht dabei bist, Anna. Und man kriegt das auf so. Autsch! Aua! Autsch! Nicht passiert! Lit. Und los geht's! Juhu! Juhu, toll! Wieder Holz. Dann Holzstücke. Dann Holzstamm wieder, dann wieder Holzstücke. Weiter geht's! Huh. Rinde!
Holz geht. Aber Holz stecken weiter. Oh, jetzt kommt Stecke. Toll! Autsch! Jetzt wieder das gleiche von Sprung. Eichen! Boah, das ist ein toller Baufußpfad. Hier kommt ja alles Mögliche vor. Cool. Weiter geht's. Was glänzt denn hier? Was glänzt denn hier? Was ist denn das? Erklär mal. Das ist doch Glas, oder? Das ist Glas. Manches Glas ist auch gesund, oder? Ja. Inwiefern ist es gesund? Indem man barfuß rüberläuft. Das ist wie eine Massage für die. Das ist aber nicht schlimm. Hier kann man einfach durchlaufen, passiert nichts. Das Glas, an dem Glas kann man sich nicht richtig gut tun. Oh, jetzt kommt Steine. Toll. Jetzt wieder die kleinen Schwimme. Und nochmal. Korken. Cool. Zeig mal. Cool, da sind einfach eine Korken drin. Oh, jetzt kommt Sand. Toll. Gleich jetzt. Wieder mit Holzstämmen oder mit Steinchen weiter. Ich gehe auf den Holzstamm. Ui. Ui. Boah, jetzt kommt etwas Gefährliches. Was kommt denn da? Alles voller Glas. Traust du dich, ohne dir weh zu tun? Ich trau mich. Und? Überlebst du's? Klar. Tut nicht weh. Zeig mal, dass es auch wirklich Glas ist. Sehe ich wieder die Füße. Zeig mal, dass es auch wirklich Glas ist. Heb mal mit deiner Hand hoch. Vorsicht. Das ist Glas. Nee? Nur extra wohl abgestumpft, dass nichts passieren kann. Toll. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt wieder kleine Steinchen zusammen mit Stahl. Weiter geht's nicht mehr. Wieder mehr, noch mehr Steinchen. Und jetzt. Oh, groß, bisschen größere Steine. Diese Steine sind richtig groß. Boah. Ui! Ah! Das ist out, out. Eine Steintreppe? Cool! Boah! Jetzt geht's aber mit ganz vielen verschiedenen Steinen weiter. Boah! Das ist ja mega! Puh. Jetzt kommen wieder Steine. Die tun aber ein bisschen mehr weh. Autsch! Nicht schlimm, wir schaffen es aber. Jetzt geht's wieder mit kleineren Steinen weiter. Jetzt eine Stein. Nochmal Riesensteine. Jetzt nochmal noch kleinere. Oh, nochmal Steine und Sand. Oh. Jetzt kommen wieder Holzstücke. Jetzt kommen nasse Holzstücke, oder? Dunkle Holzstücke. Oh, cool! Oh, Sport! Können wir da so wohl dran machen. Cool! Wie viel Klimmzüge schaffst du? Dreh dich mal hier um. Dreh dich mal um. Jetzt geht's auf
weiter mit dem Basispark. Wieder Steine. Und Erde. Gott. Normale Erde. Einfach. Ganz normale Erde einfach. Ein bisschen Holz. Ganz leicht. Oh, wieder Holzstämme. Und zu Ende. Guck mal, ich hab was zum Füße waschen gefunden. Nach dem Barfußbad muss man seine Füße auf jeden Fall waschen. So dreckig, wie die danach sind. Lege wieder an Wasser. Der Fuß muss sauber werden. Fertig. Puh. Jetzt sind wir aber nass. Jetzt ziehen wir uns wieder an und machen weiter mit dem Schaukeln. Puh. Das war jetzt aber genug Angriff. Wir wollen schaukeln. Jetzt sind meine Füße zwar wieder schmutzig, egal. Das ist sehr schmutzig. Puh. Füße abputzen und wieder in die Füße Schuhe reinsteigen. Puh. Wieder mit den Schaukeln weitermachen. Und ich ziehe mich nur schnell meine Socken und Schuhe wieder an. Jetzt kommen die coolsten Schaukeln. Von einer kann man sogar die schöne Burg Hohenzollern sehen. Und wir schaukeln so hoch, bis wir ins All fliegen. Jetzt geht's los. In diese Schaukel und ich brauche noch jemanden. Das kann, wenn wir diese Schaukel nicht verwenden und nicht ausdrücken. Mein Papa hilft mir, oder? Natürlich. Thank you.
Helene schläft. Ja, schade, dass meine Schwester schläft. Die würde ich ja auch mitmachen. Hui. Ja. Jetzt schaukeln wir mal auf der Schaukel und sehen die Vulkanzahl an. Hier ist sie kaputt, bei dir aber besser. Und los! Ah, da hinten ist sie ja. Die Wurzel hier. Falsch rum. Und wieder. Schön. Die Vulkanzahl. Einmal schnell auf Schaukel und dann sehen wir die Burg. Höher und höher. Und mit der Schaukel kann man nicht so doll hochschaukeln. Aber wenigstens sehen wir die Burg. Und los! Und gleich machen wir mit dem Rest des Schaukelpfads weiter. Jetzt sind wir, wie ich sagte, hier oben. Hier ist eine kleine wackelnde Wiege. Ja! Der wirft mich fast runter. Autsch! Aua! Nicht schlimm. Nichts passiert, ich falle andauernd hin. Sieht man an meinen Knien. Geschafft. Drauf. Warte mal, hör mal auf, Papa schubst dich mal an. Leg dich mal schön hin. Was für schöne Aussicht haben wir hier. Und da von da unten sind wir gekommen. Genau. Von da unten so viele sind wir schon gelaufen. Mal gucken, wie weit wir es heute noch in diesem Video schaffen. Und wir sehen uns bei der nächsten Schaukel. Und jetzt sind wir schon bei der nächsten Schaukel. Und diesmal sind wir Schaukelpferde. Juhu, leiten. Ich habe ein Geheimnis. Wir sind im Wald neben Hogwarts. Der verbotene Wald. Mal gucken, ob wir es schaffen, durch ihn durchzukommen. Ein Baum hat den anderen Baum umwickelt. Was für Geheimnisse stecken hier im Wald? Ha? Aufpassen.
Geh mal weiter. Ja. Wird so gefällig hier. Boah. In welche Richtung gehen wir? Wir gehen geradeaus. Mal gucken, was aussieht, das ist eine Lichtung im verbotenen Wald. Mal gucken. Da ist, glaube ich, der Baum der magischen Dinge. Du hast dir einen Namen ausgedacht. Gib diesen Baum nicht. Sicher? Dann meinst du den verzauberten Baum, der am Innenhof von Hogwarts steht. Und bis zur heulenden Hütte ist ein unterirdischer Weg. Und unterm Baum. Wow. Renn mal hin. Renn mal hin, ob er dir ein Geheimnis erzählt. Ist der Verzauberte. Mal schauen, ob er dir ein Geheimnis anvertraut. Oh oh, der Baum verschluckt den Peter. Den Prinz, oh, der Prinz ist weg. Der verzauberte Baum hat mir einen Ball gegeben. Wofür könnte ich den nur gebrauchen? Mal gucken, wofür wir ihn gebrauchen könnten. Wir nehmen ihn einfach mal mit. Jetzt kommt der vielleicht bald die nächste Schaufel. Wenn euch bisher die Schaufeln gefallen haben, guckt weiter und like. Und wir sehen uns bei der nächsten Schaufel. Mal, guckt mal, was Schönes gefunden habe. Ein Bücherschrank für schlaue Kinder. Kostenlose Bücher kann man sich da holen. Cool. Das gibt es bestimmt auch in mehreren Städten. Holt euch die Bücher, lest euch durch, aber nicht vergessen. Immer nicht kaputt machen oder danach zurückbringen. Und ich will natürlich auch ein Buch, wenn ich was Tolles finde. Leider gibt's nichts, was mir gefällt. Aber wann anders vielleicht mal, wenn mehr andere Bücher. Aber es gibt zum Glück da noch nebenan eine Kirche. Cool. Und daran ist sogar ein kleiner Spielplatz, würde ich denken. Wo ist deine Mutter geboren? Wo sind wir? In welcher Stadt? Wir sind in Hettingen. Und meine Mutter ist aber auch in Hettingen geboren. Hechingen. Hechingen heißt es ja. Und hier ist auch der? Hier ist auch der Schaukel. Schaukelpfad. Den wir jetzt machen. Gerade sind wir durch die Stadt mit der Altstadt gelaufen. Noch haben wir keine Schaukel, aber jetzt kommen die Mix wieder. Guck mal, was wir für schöne Sachen hier entdeckt haben. Ein Oldtimer-Museum. Ich
mag also auch, mal gucken, ne? Ob sie auch wirklich toll ist. Was ist mit dem Auto passiert? Dann gehen wir mal weiter schauen, oder? Ja. Wir haben die nächste Schaukel gefunden nach einem langen Durchgang durch die ganze Stadt. Ja, Peter, wie heißt die Schaukel? So heißt sie. Das nennt man eine Köstlich-Schaukel. Wie? Eine Köstlich-Schaukel. Richtig komisch lang gibt's. Und da oben sind wir gekommen. Schaukel. Und hier sind wir jetzt angekommen. Und da steht Küss-mich-Schaukel. Küss mich, Schaukel. Ja, dann musst du mir einen Kuss geben. Nein. Gibst du mir jetzt einen Kuss? Wo ist denn dein Pflaster? Ich hab's gerade abgemacht, weil mein Vater mich nass gemacht hat. Oh, oh, oh. Er hat mich an einem Brunnen nass gemacht. Da krieg ich bestimmt einen Kuss dafür. Jetzt. Ich musste es einfach abreißen eben. Okay, gehen wir weiter. Und jetzt gehen wir weiter. Kommt mit, Leute. Wir sind ja so viel gelaufen, mussten wir durch die ganze Stadt, nur für diese eine kleine Schaukel. Jetzt hat mir ja mein Vater ein Eis mit zwei Kugeln gegönnt und meine Mutter hat ein Bild geschenkt. Lecker. Und jetzt weiß ich wirklich, vorhin habe ich falsch geraten, warum wir den Ball bekommen haben vom Bau. Wir spielen jetzt Fußball mal eine Runde. Man sieht es schlecht. Komm, wir latschen rüber. Und schon wieder ist das. Da geht es weiter im Schaukelfahrt. Genau. Ui, Spielplatz. Und noch mal eine Karte, wo wir was hier hingehen können. Entweder ihr habt ein gutes Gedächtnis oder ihr könnt euch die Karte fotografieren, dass ihr immer wisst, wo der Schaukelpfad war, wo ihr seid und was ihr machen müsst. Steht auch im Internet. Das nächste. Oh, guck mal. Ist es gut? Was machen da die Leute? Hey. Hä? Da auf dem Boden. Guck mal. Schweine, oder? Ja. Wir sagen immer, Dreck muss wo bleiben? In der Mülltonne, oder? Immer. Warte, bleib stehen. Stell dich in die Mitte. Jetzt lass mal ihn fliegen mit seinem Eis. Hier sieht's ja cool aus. Ah, mein Rücken. Und macht Spaß? Was? Macht Spaß? So, wir gehen gleich weiter, ja? Ja, jetzt gehen wir weiter. Wir schauen, was hier auf dem Weg uns noch erwartet. Hat er kurz die Mädels geschaukelt. Und jetzt sind wir an der letzten Schaukel leider, denn die restlichen Schaukeln waren wegen einer Baustelle leider gesperrt. Also jetzt kommen wir zum Ende und es sieht trotzdem nach einer hoffentlich guten Schaukel aus zum Abschluss.
Hoffentlich. Ist es eine gute Schaukel? Da vorne steht unser Wohnmobil da hinten. Und freut euch aufs nächste Video. Da brüht es ein Gegenschaukler. Genau. Tut mir leid. Aber du willst bestimmt noch eine Runde rutschen. Nein. Na ja. Aber leider kann ich auch diese Schaukel nicht machen, weil man dafür zwei Leute braucht. Jetzt ist das Video also zu Ende. Bis zum nächsten Video. Liked, abonniert. Und es kostet ja euch ja nichts. Und mich unterstützt es sehr. Bis zum nächsten Video.